zwei noch. Nee, drei noch. Nee, doch, drei noch. Upsa, so. Was ist denn los heute am frühen Morgen? Na, inzwischen nicht mehr ganz so früh, inzwischen haben wir gleich 12. Ist dann gleich schon Mittag. Schreibt doch mal in die Kommentare. Was gibt's heute bei euch zum Mittag? Ach ja. Wie sieht's denn eigentlich aus? Triggern euch solche Sprüche? Ich meine, bringt das was, wenn ein YouTuber sagt, ey, kommentiert mal oder vergesst nicht zu liken oder gebt dem Video einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonnieren, nicht vergessen. Sind das Sprüche, die wirklich ziehen? Also ich kann nur für mich sprechen, bei mir ziehen die überhaupt nicht. Also entweder habe ich denjenigen schon abonniert, oder er ist mir halt nicht wichtig genug, dass ich ihn abonnieren würde. Also die beiden Optionen gibt es letztendlich. Ne? Und alles andere, was dazwischen liegt, das... Nö. Also wenn einer sagt, ich soll ihn abonnieren, dann abonniere ich ihn nicht. Entweder habe ich ihn abonniert, ne? Oder wie gesagt, ich will ihn nicht abonnieren. Genauso mit dem Kommentieren, wenn ich irgendein Video sehe, was in meiner Ansicht kommentierwürdig ist, ich mache hier eben erstmal weg, nicht, dass ihr euch wundert, was kommentierwürdig ist, dann kommentiere ich das. Da brauche ich keinen, der mir sagt, ey, kommentiert das Video. Genauso mit dem Liken. Entweder gefällt mir ein Video oder es gefällt mir ein Video nicht. Und wenn ich sage, nö, Video ist doof, dann like ich das einfach nicht. Guck mal, hier kann man eigentlich drei machen, ne? Da haben wir nämlich 2, dann 3, 3, 3. 3, machen wir 3, 3, ne? Und machen wir 3, 3. Und, genau so ganzen anderen Dinge. Nur hier geht auf meine Webseite, kauft meinen Schrott. Nö. Entweder ich mach das oder ich lasse das halt bleiben. Aber dann mache ich das, weil ich das von mir aus möchte. Oder nicht, weil mir irgendjemand sagt, dass ich das doch bitte machen soll. Verstehe ich immer nicht, ne? Also muss jeder für sich selber wissen. Für mich sind solche Sprüche halt irgendwie völlig wertlos. Weil, nö, entweder ich mach das oder ich mach das halt nicht. Ich bin immer noch nicht so super zufrieden damit. Ja, passt schon. Das ist schon okay. Ja, also schreibt mal in die Kommentare. Wie findet ihr das? Liked mich! So, wir sind gar nicht so weit, doch, wir sind direkt runter, ne? Ach, schade, weil dann hätte man das nämlich auch alles, das Licht an- und ausschaltbar machen können. Naja gut, jetzt ist, dann bleibt's halt an, Stromverschwendung, scheißegal. Beziehungsweise, warte mal, hier Koppel. Ist denn hier? Ja doch, wir sind direkt runter. Naja. Könnte das Ganze natürlich noch eins tiefer setzen. Nein. Irgendwann ist auch mal gut. Ne? Da müssen wir das nicht nur eins tiefer setzen, wir müssen es auch noch eins rüber verschieben. Wir müssten hier uns nochmal was Neues. Nein, nein, nein. Das bleibt jetzt hier so, wie es ist. Jetzt machen wir dem zwei gute Iron Door. So viel zum Thema Übersetzung. Ne? Hier. Die guten Eisentüren kommen hier rein. Bam. Gut, jetzt im Singleplayer kann man sie natürlich so manuell auf und zu machen. Sinn der Sache ist natürlich, dass man die im Multiplayer natürlich nur dann auf und zu machen kann, wenn man der Owner von diesen Türen ist. In dem Fall ist es egal. Es sieht aber schön aus mit den Stahltüren hier davor und jetzt machen wir nämlich hier wieder alles auf. Dass man hier erstmal arbeiten kann. Und dann muss man nämlich gleich mal gucken, wie wir das Ganze hier schön mit einer Pressure Plate verbunden bekommen. Erstmal machen wir hier Licht an, kann man eigentlich. Was passiert, wenn man die... Ja, läuft, ne? So kann man schwebende Fackeln machen. An die Tür setzen, Tür aufmachen, Tür abbauen. Dann ist die Fackel in der Luft. So, wir müssen einmal von der Seite ran und von unten ran, oder was? Egal, ich gehe erstmal rüber und hole mal eben das Mesakon. Na,
Dann gucken wir nämlich mal. 18 Mesekons. 18 sollten eigentlich reichen. Das ist ja nicht so viel, ne? Ich brauche ein zweites Home. Ich glaube, es gibt eine Multi-Homes-Mod. Die bietet sowas an, dass man mehrere Homes nutzen kann. Ich werde vielleicht ja sogar mal irgendwie gucken, ob ich vielleicht eine eigene Multi-Home-Mod machen kann. Mit Crazy Form-Spec-Action and Shit. Wäre eigentlich eine coole Idee. Muss ich mir überlegen. Der Samen ist gesetzt. Vielleicht mache ich das ja tatsächlich mal. Gut, jetzt bin ich runtergelaufen, habe nicht geguckt, wie man diese... Das geht doch hier irgendwie anders. Warte mal, ich habe doch... Habe ich das hässliche Ding noch dabei? Nee, das habe ich irgendwo hingetan, ne? Gut, die sind auf jeden Fall gebrannt. Das heißt, wir können da auf jeden Fall... Ach ne, das habe ich weggeschmissen. Das habe ich in die Tonne entsorgt. Müssen wir uns jetzt ein neues hässliches Ding machen. Ja, komm. Rechts nichts. Wo habe ich mein... Ich Idiot. Ich elender Öschen. So. Das ging irgendwie anders. Das ging doch irgendwie... Das ging mit Kohle, ne? Moment, das war mit Kohle. Nee, ein Schild? Nein. Oh, komm. Ein Crafting-Guide-Ding, das war einfach so... Jetzt habe ich wieder drei unnötige Schilder hier rumliegen. Aber das Scheißding, das bringen wir hier unten mal irgendwo hin. Das ist so hässlich, das will ich nicht in der Bude hängen haben. Das kommt hier hinter in die Ecke. So, da kommt es hin, da sehe ich es nicht, wenn ich dran vorbeilaufe. War schön hier so eine aus Stahl, ne? Nee, aus Stahl. Oder aus Holz? Nee, hier kommen aus... Machen wir gleich zwei von. So, Junge, bam! Eine kommt hier vor. Warte mal, man kommt rund. Man kommt hier um die Ecke. Das heißt, die kommt dahin. Die kommt hier hin. Und unten drunter kommt ein Cobblestone, weil... Ist halt so. Das ist der Boden. Dann kommt hier nämlich ein... Ja, aber wie kriege ich den von da jetzt runtergezogen? Jetzt brauche ich doch so ein Hochkantding für, oder? Gleich drei, meine Güte. Ja gut, der ist natürlich jetzt voll. Kann ich denn jetzt, wenn ich da... Die müssen wir gleich noch anbringen. Warte mal, nehmen wir mal hier erstmal. Ja, sie leuchtet. Okay, ich hab's schon gesehen. Okay, das heißt... Wenn man rausgeht... ich könnte natürlich direkt dran machen. Es hätte den Vorteil... Na? Aber das ist mir zu nah. Deswegen mache ich den einen weg. Und dann lasse ich den... Die Dinger hier nämlich per... Ups. Per Mesekon öffnen. Dazu müssen wir an die Seiten gehen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. So müsste das funktionieren. Tada! Geht aber schnell wieder zu die Tür. Ich glaube, da komme ich gar nicht rein so schnell. Oh. Da ist aber hier Millimeterarbeit.
Da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. So bleibt das auf jeden Fall nicht hier. Das bedeutet, man kann das auch alles super kompakt bauen. Ich weiß. Aber nö. Nö, das wird nicht kompakt gebaut. Wir brauchen... wir brauchen isoliertes Mesikon. Das ging mit Fiber, glaube ich. Oh, yeah. Mesikon. Mesikon isolated. Weil ich will halt nicht, dass der da unten dann wieder connected. Aus Glue. Glue krieg ich aus Rolatex. Rolatex kriege ich nirgendwo her. Rolatex kriege ich aus dem Baum, ne? Das muss ich abzapfen wieder. Oh. So eine Zapfgerät habe ich, glaube ich, noch, ne? So ein Zapfhahn hier. Guck mal, ja, den habe ich noch da. Das heißt, ich kann den Hammer mal hier lassen. Und dann gehen wir mal eben rüber zu dem Baum. Dann melken wir den Baum da hinten einfach mal wieder. Wir gucken mal, also es müsste ja eigentlich was hingewachsen sein. Weil angeblich sollen die ja nachwachsen. Sonst haben wir da hinten noch einen, da können wir dann zu dem gehen. Ach komm, leck mich. Blub, 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 blub. So. Ich weiß ja nicht. Ja, das sieht als Holz, sieht aber unterschiedlich aus. Wir gucken mal, was wir abgezapft kriegen. Es wird schon wieder dunkel. Meine Güte, die Zeit vergeht hier. Das ist ja unglaublich. Noch einmal quer durch. Geht wahrscheinlich genauso schnell wie außen rumlaufen. Jetzt endlich nach 2 Stunden 18 nimmt dieses Let's Play ein bisschen Fahrt auf. Yay. Oder auch nicht. Hallo, kommst du mal bitte, danke, hier rauf und dann... Zum Glück überhaupt nicht umständlich. So. Da ist was drin. Da ist was drin. Da ist was drin. Habe ich den damals eigentlich komplett abgemolken, den Baum? Ich glaube, die waren alle leer. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr. Wie viel habe ich denn da jetzt? 4. Das ist ein bisschen mau, ne? Vielleicht haben wir ja Glück und ich habe noch welche übersehen. Sagt nichts. Moment. Bevor ich da jetzt wieder 100-mal hinherlaufen muss, gucke ich mal eben ganz kurz. Doch. Wie ein Verzögerer geht. Delayer. Da brauche ich Mesetorches für. Und Mesetorches kriege ich doch aus Dings mit Mesekon drauf, ne? Genau, 4 Stück. Und
der Delay oder der Delay oder der Delay. Du hättest ja doch noch mehr eng mit dem Musicon. Ja. So, vielleicht doch ein bisschen kompakter bauen. Ich guck gleich mal ab, wie wir das am besten machen. Jetzt lasse ich das ganze wertvolle Zeug hier natürlich liegen und den ganzen Schrott, den nehme ich mit. So. Der Plan ist, wenn man auf die Pressure Plate auftritt, auf diese Druckplatte, dann wird die Tür sofort geöffnet durch die erste Verbindung. Und zusätzlich geht das Signal durch den Delayer, der, wenn ich mich richtig erinnere, auch beim Verlieren des Signals das Signal noch einen kurzen Moment behält. Und auch diese Leitung befeuert diesen Türöffnungsmechanismus. Das heißt, ich trete auf die Platte drauf, die Tür geht auf. Ich trete von der Platte runter, es braucht einen kurzen Momentchen und die Tür geht danach erst wieder zu. Und das Ganze funktioniert hoffentlich, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein bisschen Platz, weil ich meinen Schaltkreis ja schön auslegen möchte. Und das ist auch völlig egal, wie wir das machen. Hauptsache, der Scheiß funktioniert nachher. Deswegen sage ich, ich brauche hier nämlich ein isoliertes Mesicon, weil ich sonst hier auch wieder connecten würde und ich würde das halt gerne alles über eine Leitung laufen lassen. Beziehungsweise Absa muss es über eine Leitung laufen lassen, weil ja hier dieser Delayer mit reinkommt. Dann kommen wir hier Delayer. Gucken wir mal. Du bist ja schon so richtungsorientiert hier. Jetzt brauchen wir zack, zack, zack. Na. Und wie gesagt, man kann das wesentlich kompakter bauen. Man könnte hier noch einen isolierten Mesicon dran machen und das Ganze dann hier laufen lassen. Aber pff. Ach komm, was soll's, wir machen das jetzt einfach. Na. Weil die Logik dahinter, die ändert sich ja nicht dadurch. So. Man könnte sogar noch kompakter bauen. Jetzt ist aber Ehrgeiz angesagt hier. So, warte mal. So. So. Ne, weißt du Bescheid? Noch kompakter geht nicht, weil ist halt so. Wir müssen auch nämlich gucken, wir brauchen ein bisschen Mesicon, weil wir von der anderen Seite uns ja auch an den Delayer anschließen wollen. Das heißt, wir müssen hier einmal außenrum an diesen Anschluss hier. Das heißt, hier kommt so einer hin. Hier kommt so einer hin. Ich weiß, sie gibt es auch für um die Ecke, aber da reicht ja so einer. Und jetzt gucken wir nämlich mal, ob das Ganze so funktioniert. Treten drauf. Erstmal langsam eingestellt. Upsa, komm. Noch, Idiot. So. Tür geht auf. Tür geht zu. Und die Überbrückung. Tür geht auf. Weil der das Signal von da bekommt. Ah, wir brauchen eine Diode. Ich glaube, da habe ich gerade noch genug Material für. Warte, wie ging das jetzt? Warte mal, wir können erstmal den hier wieder umwandeln in normales Mesicon. Einmal Mesicon, zwei Fackeln. Zwei Fackeln. Die hier einmal Mesicon. Diode. Wer aufmerksam zugeguckt hat, ich habe irgendwann mal ein Tutorial gebaut, gemacht. Das erklärt, wie man diesen ganzen Scheiß benutzt. Wer da aufmerksam zugeschaut hat, weiß, warum die Diode funktioniert. So, Tür auf, Tür zu. Nee, Tür zu. Tür auf.
Tür auf. Moment. Tür auf. Tür zu. Irgendwie. Kriegt der. So, der leitet weiter. Ist jetzt gepowert oder was? Off. Ja, die Diode, die ist richtig rum, weil. Kann das einmal zeigen. So rum blockiert sie halt dieses Öffnungssignal. Und dann springt er an und dann würde er. Jetzt hat er nämlich wieder seine Schleife. Deswegen habe ich die Diode eingebaut. Weil die nämlich jetzt von hier blockiert. Was habe ich denn hier für einen Scheiß? Das passt aber alles. Ups. Ach komm. Auf. Er kriegt sein Signal, man geht runter. Und er verliert das. Verzögert. Aber er verliert irgendwie. Verstehst du? Ich verstehe es nicht. Es muss doch irgendwas Mesocon-mäßiges geben, was man da machen kann, ohne dass man da irgendwie eine unendlich große Schaltung aufbaut. Mikrocontroller. Wir können natürlich auch mal mit dem Lua-Controller was bauen. Silicon. Da kann man das dann nämlich programmieren. Da kann man ihm dann nämlich sagen, wenn er sein Signal bekommt, mal die Tür aufmachen. Sollen sie Kündchen warten und soll die Tür wieder zumachen. Ich glaube, das ist tatsächlich die bessere Idee, Junge. Und wir haben auch alle Materialien, die wir brauchen, um den scheiß Silicon herzustellen. Dachte ich zumindest. Ja, guck mal, ihr könnt hier das auf jeden Fall mal eben rein. Jetzt machen wir die Tür mal zu. Was ist denn hier wieder... Junge! Komm her, wenn du was willst. Hört ihr das? Der ist... Wo ist der? Bist du hier oben? Bist du hier oben? Nein. Da bist du! Du hörst jetzt mal auf, mir hier ins Ohr zu zischeln. So. Gut, jetzt. So, Ruhe hier. Tür zu. Ton? Ich hatte doch dieses... Ach, ich habe ja so eine Müllkiste gemacht, ne? Da müsste das noch eigentlich alles drin sein. Und Sand ist da natürlich auch drin. Nee, andersrum, ne? So rum. Vier Stück. Und dann... zu wenig Mesocon. Dann gehen wir nämlich mal eben ins Geflecht runter und holen hier nochmal wieder alles weg. Zumindest alles, was irgendwie mit dieser Logik zu tun hat. Und dann können wir den hier nämlich mal direkt
an den Controller anschließen gleich. So. Nee. Was? Habe ich mich verguckt? Ach, die Ecke bleibt frei. Lua-Controller, gleich zwei Stück. Meine Güte, da kann man richtig was mit machen. So. Zack. Das ist auch, glaube ich, egal, wie man den ausrichtet. Der guckt immer gleich, ne? Ja. Einen davon. Und einen davon. Und zack, da haben wir den Lua-Controller angeschlossen. So macht der natürlich noch nichts. Das habe ich natürlich nicht mehr im Kopf, wie da die genauen Bezeichnungen von den Dingern waren. If event type ist gleich off. Denn kann man jetzt mit dem Interrupt arbeiten? Nur richtig schreiben. Interrupt. Und 3 Sekunden. Vielleicht kann man das so ein bisschen Port A gleich off. Rums, das sieht hier zu. Okay. Tür auf. Signal weg. Tür zu. Guck mal, ist doch mit dem Controller eigentlich ganz einfach. 3 Sekunden sind vielleicht ein bisschen lang. Weil das Ding selber hat ja auch irgendwie noch so ein bisschen Delay drin, habe ich das Gefühl. Tür auf. Tür zu. Tür auf. Tür zu. Hackerman! Meine Güte, war das ein Krampf, ne? Ganz ehrlich. Kakao ist auch schon leer. Mineralwasser ist auch gleich leer. So, das wieder anschließen, das wieder zumachen. Gut, Code ist sehr einfach. Das Ding wird ausgeführt, wenn man es wohl auslöst anscheinend. Dann schaltet er zuerst mal Port A auf den Pin ist gleich B, weil Port A ist der Ausgang und Pin B ist der Eingang. Das heißt, wenn an Pin B ein Signal kommt, pam, mach mal Port A an. Weil Port A den Zustand von Pin B annimmt. Also A und B auf dem Controller. Dann, wenn das Signal von der Druckplatte wieder weggeht, erhält der Controller ein Event. Und das Event kann man abfragen, indem man sagt, hier Event Type. Und das Event in dem Fall, wenn das Signal weg ist, an irgendeinem von den Anschlüssen ist das Signal off. Man kann jetzt noch anfragen, an welchem Anschluss, in dem Fall ist es egal, das soll nicht so kompliziert sein. Also Event Type, und dann ist es ist off, dann mach bitte folgendes. Interrupt 1 sagt eben, ne, führ das in der einen Sekunde dann eben an, einfach mal aus. Und Port A ist gleich off. Was wir jetzt auf jeden Fall machen können, wir können den Scheiß hier fast schon mal zumachen. Weil wir ja auch noch von drüben das Signal kriegen müssen. Das bedeutet, wir gehen da vorbei, wir gehen da vorbei. Das bedeutet, wir gehen hier vorbei. Ne, wir müssen eins weiter, weil der hier unter sich connected. Ah, der connectet sich nämlich noch da. Das bedeutet, wir gehen hier vorbei. Dann sparen wir uns auch diesen ganzen
verbraten, oder was? Meine Güte. So. Wir machen mal nochmal schnell einen Schwung. Geht ja zum Glück relativ schnell. So. Das wird viel geschnitten, auf jeden Fall. Ach, Mensch. Beziehungsweise wurde viel geschnitten und den größten Teil davon habt ihr wahrscheinlich sowieso nicht gesehen. Also von daher, lasst euch da von der Laufzeit unten nicht irritieren. Ein großer Teil davon ist weg. Was aber auch in Ordnung ist, weil es unwichtig ist. So, jetzt haben wir nämlich da. Jetzt holen wir uns das Signal von drüben einfach ab. Bitte einmal Tür auf. Danke. Und hier unten, da kommt das Signal doch jetzt irgendwo raus. Da kommt das raus, gut. Und dann schließen wir das nämlich einfach auch mit einem Vertical Misekon einfach wieder an der Druckplatte an. Und damit sollte das Ding dann von der anderen Seite nämlich genauso funktionieren wie hier auf der Seite auch. Ja, läuft, ne? Läuft. War eine schwere Geburt, meine Güte. So. Rein. Zu. Auf. Zu. Auf. Und wenn man zu langsam ist? Na gut, der registriert das, okay. Puh! Ja, das ist heller. So, mit denen würde das dann halt komplett einmal ausgekleidet werden. Und wenn der Controller, der Delayer das Signal nicht nur beim Annehmen verzögern würde, sondern auch irgendwie vernünftig funktionieren würde, und das Signal dann eben verzögert nur ausgibt, dann wäre auch diese komische Unterbrechung nicht drin. In dem Fall haben wir einen Lua-Controller. Und das Schöne ist, bis auf so ein paar Sachen, kann man hier alles programmieren, was man möchte. Das heißt, man kann auch programmieren, irgendwie hier, wenn das Signal ausgelöst wird, dann mach mal bitte was völlig anderes. Also, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Gibt eine Chatmeldung aus, senden Signal an einen von den anderen Anschlüssen. Ich habe hier noch Anschluss C und Anschluss D. Die kann ich noch programmieren, dass sie irgendwas machen. Ich könnte ja programmieren, oben, wenn ich oben Schalter umlege, dass eben das Ding angeht. Und dann kann ich sagen, ja, wenn der Schalter umgelegt ist, soll die Tür nicht aufgehen und gleichzeitig soll ein rotes Lämpchen leuchten. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Na toll. Ups. Ja, also soll ein rotes Lämpchen leuchten und dann soll irgendwie toll ein Alarm losgehen. Aber nur wenn Uhrzeit so und so ist, darf in der Tür irgendwas gemacht werden und ne, weißt du Bescheid. Ich finde den ja immer noch zu lang, diesen Delay, ne? Der ist aber schon auf einer Sekunde. Machen wir den mal 0,5 Sekunden. Gut. Dazu ist er zu kurz. Machen wir ihn richtig lang. Machen wir ihn auf 2 Sekunden, dann passt das schon.
Muss man halt aufpassen, wenn man reingeht, dass keiner hinter einem sich einfach reinsneakt. Oder nee, komm, wir machen den wieder auf eine Sekunde. Er war ja auf einer Sekunde völlig in Ordnung. Hat da ja funktioniert, wie er funktionieren soll. So. Bam. Bam. So geht's natürlich auch, ne? Man muss nicht durchgehen. Und auch wenn man nur ganz kurz drauf tritt, der löst ja aus. Also von daher funktioniert das wie gewünscht. Lalalala. Das mache ich jetzt den ganzen Tag, bis die 4 Stunden voll sind. Ach du meine Güte. Nee, Leute. 3,5 Stunden. Davon eine halbe Stunde dieses Rumgebastel, was ich rausgeschnitten habe. Ich habe keine Lust mehr. Ich höre jetzt auf. Ich gehe jetzt nach Hause. Und dann räume ich hier kurz ein bisschen auf. So. Wiege nur die Hand. Und nun stelle ich mich auf das Teil hier drauf. Lass den Blick in die Ferne schweifen. nein. Ja, das Thema hat sich dann somit jetzt erstmal erledigt für diese Aufnahmesession. 3 Stunden, es gibt gut Folgen. Und nächstes Mal machen wir dann die Röhren. Hoffentlich. Oder mir fällt noch irgendwas ein, was man noch mit dem Controller machen kann. Er ist ja doch schon ein cooles Tool. Ist halt blöd, dass das mit dem Repeater nicht so funktioniert. Mit dem Delayer nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut, dann ist es halt so. Ist nicht weiter schlimm. Wir haben ja jetzt unseren Controller. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ne? Haut da rein. Tschö.